Schulz kommt, mit einer riesen Clique. Du liebe Güte. Hallo, Emma. Hallo, Mann. Schön, dass du wieder da bist. Hast du einen Platz für uns? Wie viel sind wir denn? Ich glaube, 14. 15. Das ist doch so besetzt. Wieso besetzt? Den kann man doch frei machen. Bleib doch erstmal bei mir an der Bar, ne? Da kann man mal richtige Musik machen hier. Macht es Ihnen was aus, Ihr Glas zu nehmen und den Tisch weiterzugehen? Ja, das macht mir schon was aus. Das kann ich mir schlecht vorstellen. Kannst du deinen Kettenhund mal zugreifen? Die Gäste am Pöbeln. Micha, komm! Siehst doch, dass wir an der Bar bleiben. Tut mir leid. Sind wir gleich geladen. Entschuldigung, darf ich Sie einladen? Erna, der Tisch hier, der ist meine Sache. Shame on you, if you can't pass through. If you get the notion, you can't stop the group, cause you just won't move. Blonde da? Hm? Steh auf den Typ. Was willst du machen? Die guckt schon die ganze Zeit her. Du bist ja ganz gut fürs Geschäft. Manchmal könnte ich ihn auf den Mond schießen. Nur eine Frage. Sie können Nein sagen, aber haben Sie Lust, zu uns an die Bar zu kommen? Hat sie nicht. Hau ab, Mensch. Ist das nicht Manni Schulz? Ist doch egal, wer es ist. Du bist mit mir gekommen, oder? Aber ich muss ja nicht bei dir bleiben. Wir sind ja nicht miteinander verheiratet. Manni will keinen Ärger. Hat gesagt, ich soll höflich fragen. Das tue ich. Das finde ich auch. Na, frag doch ganz höflich. Wie heißen Sie? Vera Schimmel. Schimmel. Du, Anna, ja. Bitte, wahrscheinlich. Also Vera, komm, setz dich. Hat es Ärger gegeben? Überhaupt keinen. Wird dich sofort erkannt. Sie hat sofort gefragt, ist das nicht meine Schuld? Vielleicht, als sie reinkam, da sagte ich zu meinem Freund, ist das nicht Mandy Schulz? Hallo. Hallo. Sie sind doch eingeladen. Von so einer Type lasse ich mich nicht einladen. Wer soll sich vorsehen, dass ich ihm nicht in die Fresse haue? Wer kann mich mal? Seien Sie bloß vorsichtig. Den er da bei sich hat, das ist ein Berufsboxer. Den hat er jetzt als Leibwächter. Anonyme Anruf, ja, ja, du. Der Kerl wusste ganz genau, dass du heute hier im Laden bist. Er hat gesagt, er will dich erschießen. Was? Erschießen? Ja. Hast du das ganz deutlich gehört? Aber natürlich, er hat es zweimal wiederholt, erschießen. Ist das ein Witz oder was? Nein, nein. Er ruft mich schon seit ein paar Tagen an. Ich habe keine Ahnung, wer das ist. Hat er gesagt, heute? Ja, heute. Ja. Drückt sich denn klar aus, der Mann? Was ist denn heute? Es ist jetzt 1 Uhr. Meint er heute oder morgen, oder? Du, mehr hat er nicht gesagt. Anschließend hat er sofort aufgelegt. War der Greta schon hier oder die Hauenschild? Doch. Sag mal, willst du das etwa an die Presse geben? Das ist doch eine Pressemeldung. Da will man doch ein Loch in den Bauch schießen, oder? Also, ich finde, das ist eher eine Meldung für die Polizei. Oh, Polizei? Polizei, was wollen wir denn machen? Wollen wir die vielleicht am Bullen mitgeben? Den habe ich selber. Hey, Erich! Wo ist denn der? Erich! Der hat wieder angerufen. Was? Der Anonyme? Ja, ja, heute Nacht wär's. Ein gewaltiger Spinner ist das. Der hat doch nicht alle Tassen im Schrank. Vielleicht ist... Muss ich doch deswegen nicht aufregen, Mann. Vielleicht ist die Hauenschild noch in der Redaktion. Oder der Greta, das wäre doch eine Sache für Sie. Das kann man doch aufmachen. Ne? Weiß nicht. Ja, und morgen sagen die... Morgen sagen die, das hätten Sie auf der ersten Seite gebracht. Zum letzten Mal kommst du nur mit?
doch meine Sache, was ich tue, oder? Mensch, er hat doch jede Nacht ein anderes Mädchen. Aber nur für eine Nacht. Hat wieder angerufen, nicht? Wer hat angerufen? Nichts für dich, hau ab! Der Maria Schiffenberg? Woher weißt du das denn? Das hat er mir doch erzählt. Du sag mal, hast du seine Stimme erkannt? Ich hab doch nicht mit ihm gesprochen. See, I want you to feel it too. Warum soll ich's nicht laut sagen? Hör mal zu, da war gerade ein anonymer Anruf. Ich soll heute Nacht erschossen werden. Champagner, Erna. Ist vielleicht der letzte. Ich schmeiß eine Lokalrunde. Was soll ich denn noch mit dem Geld? Ich habe nicht einmal einen Erben. Redaktion anrufen. Den erschießt doch keiner. Erich, wo bleibst du denn? Geh doch vor, wo wir verdienst dein Geld. Was ist denn los, Mandy? Hast du Angst? Denkst du, da schießt jemand auf dich? Du gehst doch mit. Mandy möchte gerne. Der ist scharf. Wohin denn mit? Nach Hause, zu ihm nach Hause. Ich sagte doch, der ist scharf. Frau Eber, warum geht sie denn nicht schlafen? Sie brauchen doch nicht auf mich zu warten. Es macht mir wirklich nichts aus. Guten Abend. Sie könnten doch noch einen Wunsch haben. Nein, nein, ich habe keinen. Vielen Dank. Gehen Sie nur schlafen. Schick hier. Hat jemand angerufen? Ich habe alle Anrufe aufgeschrieben, neben dem Telefon. War nichts Besonderes dabei? Nicht, dass ich wüsste. Vielen Dank. Gute Nacht, Frau Eber. Danke. Gute Nacht, Herr Schulz. Ich habe schon gefragt. Hier hat niemand angerufen. Nichts dabei. Brauchst dich nicht aufzuregen. Fantastisch. Ich sag dir eins, man kann gegen Mandy sagen, was man will, aber großzügig ist er. Das ist die Chance für dich. Ein Whisky, Mandy? Ja, ja, gib her. Also dann ziehen wir jetzt ab, Mandy. Was heißt abziehen? Ich denke, du bist mein Leibwächter. Hm? Ja, klar. Aber da passiert doch nichts. Dann will ich einer doch bloß auf die Palme bringen. Nein, du bleibst hier, du schläfst hier. Hier auf dem Sofa schläfst du, ja? Ja, du, mach ich sofort, Mandy. Ja. Okay, ich bleib hier. Was ist mit der Kleinen da? Soll die nach Hause gehen? Du Idiot, glaubst du, ich kann heute Nacht alleine schlafen? Willst du nicht weggehen? Nö, ich finde das irre hier. So, irre findest du das? Komm. Komm, da zeige ich dir was. Dann zeige ich dir jetzt mein Schlafzimmer. Nein, das ist falsch. Sag jetzt. Der geht auf den Zahnfleisch, was? Schiss wegen so einem Anruf. Manchmal möchte ich in den Hintern treten. Ein rundes Bett? Irre, absolut irre. Da weiß man ja gar nicht, wo oben und unten ist. Das wirst du dann schon merken. Also tschüss dann. Bis morgen. Bis morgen. Frau Eber? Ja? Sind Sie noch wach? Ja. Haben Sie noch einen Wunsch? Er will, dass ich hier bleibe. Können Sie mir das Sofa drüben beziehen? Ja, gerne. Einen Moment bitte. Ja,
Ruf die Redaktionen an. Alle drei Zeitungen. Auf mich ist geschossen worden. Vielleicht kriegen sie es noch rein. Alles okay. Ich gehe sofort nach Hause. Quatsch. Du kannst doch jetzt nicht nach Hause gehen. Der Mann, die ist ermordet worden. Erschossen. Durchs Fenster hat jemand auf ihn geschossen. Aber du kannst doch nicht einfach abhauen. Übrigens, was kann dir schon passieren? Du bist fein raus. Dich kennt morgen ganz München. Ein Playboy, stadtbekannt, zieht immer mit einer riesen Clique rum. Haben die nicht in der Maschinenfabrik? Ah, seine Eltern sind gestorben. Ja? Er ist der Erbe und der sagt, ich will kein Geld verdienen, ich will es ausgeben. Er wolle auf diese Weise die soziale Gerechtigkeit wiederherstellen. Witziger Bursche. Hier unten liegt er in der Badewanne. Zwei Schüsse in Brust und Magen durch das Fenster da. Hm. Ist das ein Seidenanzug? Ja, er bevorzugte Seidenanzüge. Als er erschossen wurde, waren außer ihm noch drei Leute im Haus. Eine Hausdame, eine Frau Eber, ein junges Mädchen und ein junger Mann. Miele, ein gewisser Erich Miele, sein Leibwächter. Sein was? Mhm. Wer heutzutage was auf sich hält, hat einen Leibwächter. Miele ist ehemaliger Berufsboxer und war bei Mandy Schulz richtig angestellt. Was ihm nicht viel genutzt hat. Wie man sieht. Was machen wir? Die Presse ist da. Die sind wie wild, die fragen die Zeugen aus. Ja, kann man das nicht verhindern? Sie sind gut, die Presse war diesmal eher da als wir. Sie sollen nichts veröffentlichen. Das können Sie schlecht verlangen. Seit einem Jahr schreiben die fast täglich über Mandy Schulz. Mandy ist sowas wie eine feste Einrichtung. Den können Sie jetzt seinen Tod nicht wegnehmen. Jedenfalls muss man Ihnen klar machen, dass Sie die Ermittlungen stören. Da bin ich nicht sicher, Herr Kommissar. Ich bin im Gegenteil der Meinung, dass wir Ihnen helfen können. Wer sind denn Sie? Michael Greta und meine Kollegen von den Konkurrenzblättern stehen draußen und sagen dasselbe. Wir sind in gewisser Hinsicht Zeugen. Können wir den Toten fotografieren? Wir brauchen das Foto. Das ist das Foto des Jahres. Ich bin darin fertig, also von mir aus. Ja, also bitte machen Sie das Foto des Jahres. Frau Hauenschild, Herr Sahner, die Fotografen. Und bring das Mädchen mit. Ja, klar, natürlich. Also ich glaube, wir gehen am besten raus. Was ist denn hier? Ja, kommen Sie. Ja, lassen Sie uns da erst mal raus. Komm, steh in der Tür von mir hin. Genau diesen Blick drauf. Ja, genau. Okay. Vielleicht können wir das Mädchen mal dazu setzen. Ja, das muss auf jeden Fall. Ja, da hinten kommen Sie rein. So ein schönes Bein hoch. Lass halt ein bisschen nochmal. Herr Kommissar, wissen Sie eigentlich schon von den Anrufen, die er bekommen hat? Was für Anrufe? Ja, seit Tagen bekam man die Schulz anonyme Anrufe, dass er erschossen wird. Ich meine, diesen Sachen muss man natürlich nachgehen. Ja, natürlich muss man den Sachen nachgehen. Ja, wir werden uns selbst drum kümmern, Herr Kommissar. Ach, sehr liebenswürdig. Die Story. Das ist eine unglaubliche Geschichte. Mann, die Schulz saß in der Eule, der Mörder rief die Wirtin an, sie solle ihm etwas ausrichten. Aha. Heute sei der Tag. Das ist ein Ding, was? Ja, das ist ein Ding. Noch her. Sind die Herrschaften jetzt fertig? Na, wir brauchen ja auch eine Minute Zeit. Entschuldigung. Ja. Komm, Helmut. Helmut, komm her. Ein auch mal. Können wir eben vorher mal raus? Natürlich, ganz klar. Warum haben Sie sie überhaupt reingelassen? Er hat noch nie einen Journalisten abgewiesen. Er sagte, für die Presse habe ich immer Zeit. Nun kann er die Schlagzeilen, die er macht, nicht mal lesen. Leibwächter, das ist ein Witz. Das hat einer erfunden und jeder hat es weitererzählt. Ich bin noch kein Leibwächter. Haben Sie eine Waffe bei sich gehabt? Wieso denn Waffe? Nee, überhaupt nicht. Mir hat's immer gereicht, wenn ich meine Fäuste genommen habe. Aber Sie sind doch Berufsboxer. Ja, 28 Kämpfe, 25 durch K.O. gewonnen. Bravo. Da haben Leute schon Geld mit mir verdient. Warum haben Sie denn aufgehört? Ja, bitte. Ich
Ich hab doch nicht aufgehört. Seit ich bei Mandy bin, bin ich halt nicht mehr zum Trainieren gekommen. Das ist alles. Aber Sie haben doch einen festen Job gehabt, Herr Mandy Schulz. Ich meine, er hat Sie doch bezahlt. Haben Sie Gehalt bekommen? Mandy zahlte doch kein Gehalt. Er gab mir halt was. Wenn ich sagte, Mandy, dein Freund braucht Kohlen, dann kam er rüber damit. Sie hatten also keinen Vertrag? Er fasste einfach in die Tasche und holte Geld raus. Und gab's mir. So war das. Aber er wollte, dass Sie für ihn tätig waren. Sie sollten sich für ihn prügeln, ne? Sagen wir so, er fühlte sich sicherer, wenn ich dabei war. Wieso, hatte er Angst? Ja, die hatte der. Vor was? Vor wem? Ich meine, hatte er Feinde oder hat er sich irgendwie unbeliebt gemacht? Er wurde doch bedroht. Wer kann das sein? Warum wurde er bedroht? Nun, es waren, tja, meistens wegen Mädchengeschichten. Hm. Wissen Sie, die netten Mädchen, die muss man ja immer irgendjemandem wegnehmen. Natürlich. Ja, die da, die hat er auch jemandem weggenommen. Der Junge hat Gift und Galle gespuckt. Ich meine, das sind die Typen, welche in Frage kommen. Aber ganz konkret haben Sie keinen Namen parat. Sie wissen niemanden, auf den Sie sofort kommen würden, wo Sie sagen würden, der könnte es jetzt sein. Nein. Wissen Sie, wann der erste Anruf kam? Ja, so vor 14 Tagen. Und dieser Unbekannte hat zuerst hier angerufen? Zuerst hier. Später rief er bei Mandy an, wo immer er sich aufhielt. Das hat Mandy auch so fertig gemacht. Gut, lasst euch genau die Orte und die Zeiten geben. Ja, dann bleiben wir gleich hier, setzen uns hin und ja, Sie sagen uns ein. Schimmel. Ja, Fräulein Schimmel. Sie haben Herrn Schulz erst heute kennengelernt. Ja, heute Abend. In der Eule. Ah. Waren Sie da allein? Ich war mit einem Bekannten da. Und wie sind Sie mit Herrn Schulz bekannt geworden? Er fragte mich, ob ich mich an seinen Tisch setzen wollte. Ich sagte, ja, warum denn nicht? Das war um wie viel Uhr? So eins war's. Bitte nehmen Sie doch Platz. Und hier in der Wohnung waren Sie um... Es war so 2 Uhr. Wollte er mit Ihnen schlafen? Na, was denn sonst? Ja, hat er nicht darüber gesprochen. Nein, Willi Schmidt ist zu mir gekommen und gesagt, Mensch, der Mann ist ganz wild auf dich. Er sagt, du bist genau der Typ für ihn. Ach, und da sind Sie gleich mitgegangen. Weil es eine Chance ist, weil ich vielleicht morgen in der Zeitung stehe. Und wenn ich in der Zeitung stehe, dann... Ja? Es ist irgendwie gut, man wird aufmerksam. Vielleicht kann man da... Vielleicht kann ich da Fotomodell werden. Oder irgend sowas. Ja. So, wir wären soweit. Ja, ich auch. Ich kann doch heute Nacht hier schlafen, Herr Kommissar. Nein, in dieser Wohnung schlafen Sie nicht. Wieso nicht? Was heißt das? Das heißt nur, dass Sie hier nicht schlafen werden. Na, Sie sind gut. Glauben Sie vielleicht, da fehlt morgen früh was? Ich würde es nicht für ausgeschlossen halten. Hey, machen Sie mal halblang. Sie verlassen jetzt die Wohnung und nehmen am besten das Mädchen gleich mit. Und ihr geht vor, ja? Hat Herr Schulz Angehörige? Einen Onkel in Augsburg. Haben Sie seine Adresse? Könnten Sie ihn verständigen? Ja, ich habe die Adresse. Ich rufe sofort an. Frau Eber? Wie lange sind Sie in diesem Hause? Seit 2 Jahren, seit Herr Schulz in München lebt. Und wie gut kennen Sie Herrn Schulz? Hat er mit Ihnen über private Dinge gesprochen? Hin und wieder. Hat Herr Schulz Angst gehabt vor irgendetwas oder vor irgendjemandem? Ja, hat er Angst, wie ein Kind Angst hat. Vor allem vor nichts. Er war sehr unsicher. Danke, Frau Eber. Na, dieser Playboy haut vielleicht hin, was? Der ist ja eine richtige Sensation. Weil es zeittypisch ist. Was ist das? Zeittypisch. Das hat er irgendwo gelesen. Das stand in einem Kommentar. Ach, gibt's da schon Kommentare? Ja, der Mann war nicht bedeutend, aber er war immerhin wichtig. Wo ist denn der richtig? Alles, was die Leute gern lesen, ist genau aus diesem Grund wichtig. Richtig. Aber wo ist denn der Mann wichtig? Der hat nicht gearbeitet, vom Geld gelebt, das er nicht verdient hat. Der führt ein Leben vor, das nicht normal ist. Eben, und weil es nicht normal ist, lesen es die Leute. Also dann sehe ich das anders. Das ist doch ganz einfach. Außerdem verstehe ich die Aufregung. Er hat sich von den anderen Leuten dadurch unterschieden, dass er mehr Geld hat als sie. Was ihm nichts nützt, denn er stirbt wie jeder andere auch. Und dass da möglicherweise ein paar Kränze mehr auf seinem Grab liegen, das rettet die Sache nicht. Herein.
Hast du einen Moment Zeit für mich? Aber ja, können wir jetzt gehen? Lass uns nicht stören. Ich habe schon alles vorbereitet, Herr Kommissar. Ja. Hier sind die Ausschnitte. Interessieren Sie da irgendwelche besonders? Ja, die letzten zwei, drei Wochen interessieren mich dann. Ah ja, das liegt alles hier. Mhm. Wollen Sie auch Fotos sehen? Ja, gerne. Ich habe alles, was wir haben, raussuchen lassen, weil Sie Mandy doch nicht kannten. Mhm. Das ist er. War er jede Nacht unterwegs? Ja, jede Nacht. Und Sie kannten Herrn Schulz gut? Natürlich. Als Kolumnistin für Gesellschaftsklatsch. Sieht aus, als sei Mandy Schulz Ihr Lieblingsthema gewesen. Ja, das war er. Wieso eigentlich? Wodurch? Mandy war sowas wie ein Märchen für Erwachsene. Ich kann nur sagen, dass Mandy eine echte Lücke hinterlässt. Seide? Mandy liebte Seide. Vor 14 Tagen kam der erste Anruf, also die erste Morddrohung. Was war vor 14 Tagen? Es war der 10.11. Da war die Beerdigung von Elisabeth Krogmann. Es war eine Freundin von ihm. Sie hat Selbstmord begangen. Wissen Sie da Näheres? Ja, in Mandys Garage. Mhm. Was ist Elisabeth Krogmann? Sie hat ein paar Wochen mit Mandy gelebt. Das sind alles Fotos aus dieser Zeit. Ein paar Wochen? So lange war Mandy noch nie mit einem Mädchen zusammen. Wissen Sie, Mandy hat sich immer als ein Typ für Frauen verstanden. Wenn Sie mich fragen, das war er überhaupt nicht. Er hielt sich nur dafür. Im Grunde genommen hat er Angst gehabt vor Frauen. Und war immer froh, wenn er sie wieder los wurde. Ja, die wurde er ja los in seiner Garage. Ja, sie hat den Motor seines Wagens angelassen und sich hinter den Auspuff gelegt. Die Zahnarzt-2 hatte die Sache, es ist damals eindeutig Selbstmord festgestellt worden. Mandy war völlig verzweifelt. Er hat uns angerufen und zu sich gebeten. Wen hat er zu sich gebeten? Die Presse. Ich hatte keine Ahnung. Ihr Profil? Ich wusste gar nicht, wie sie ins Haus gekommen ist. Also, in die Garage. Immer. Ich habe sie seit einer Woche nicht mehr gesehen. Ich glaube, seit einer Woche. Ja, also Erich, wann habe ich Elisabeth zum letzten Mal gesehen? Ist doch alles festgestellt worden, Mandy. Seit einer Woche hast du die nicht mehr gesehen. Die war doch ja, wie vom Erdboden verschwunden. Einfach nicht mehr aufzufinden. Ja, sie muss sich in die Garage geschlichen haben, schon am Tage. Ihr wisst doch, ich lasse doch die immer offen. Ihr könnt euch gar nicht vorstellen, wie entsetzt ich bin. Nein, nein, tatsächlich. Ich bin richtig fertig. Und den Wagen, hinter dem sie gestorben ist, den fahre ich keinen Meter mehr. Das ist aus. Das ist aus. Wo kaufst du den, Mandy? Ja, die Anzeige ist schon aufgegeben. Ja, vor einer Stunde durchgegeben. Was soll denn kosten? Kaufabschnitt, wenn er jetzt da ist. Ich würde sagen, willst du den Wagen haben? Er hat also eine richtige Pressekonferenz gegeben. Er war wirklich entsetzt. Ich bin als Letzte gegangen und... Warum tut sie sowas? Kannst du mir das sagen? Warum hat sie denn das getan? Was sollen denn die Leute von mir denken? Die denken doch, ich hätte sie in den Tod getrieben. Ja, hat er sie denn nicht in den Tod getrieben? Er hat sie rausgeschmissen, das ist alles. Mandy wurde jedes Mädchen nach einer Weile leid. Das wusste man. Auch die Mädchen wussten das. Die erste telefonische Morddrohung kam einen Tag später. Da glauben Sie, dass da ein Zusammenhang besteht? Ja, das kann sein. Jedenfalls möchte ich von diesem Mädchen mehr wissen. Könnte ich diese Fotos behalten, ja? So viel Sie wollen. Danke. Alles, was die Mädchen von Mandy Schulz betrifft, da fragen Sie am besten Willi Schmidt. Kommen Sie nur rein. Sie sind Kommissar Keller, nicht wahr? Ich habe schon gehört. Ja, Miele hat mir schon Bescheid gesagt. Okay. Die Polizei kommt zu dir. Ich sagte ihm, na Mensch, hoffentlich bringen die mich nicht in Verlegenheit. Warum sollen wir Sie in Verlegenheit bringen? Wäscheklammern, sehr originell. Ja, wissen Sie, Sie denken, was ich denke. Irgendeine Mädchengeschichte steckt dahinter. Oder denken Sie nicht so? Ja, es ist nicht auszuschließen, ne? Ganz sicher nicht. Ich bin überzeugt, irgend so ein Freier, den sein Mädchen hat abblitzen lassen. Wegen Mandy. Also bei mir war das der erste Gedanke, als ich hörte, dass es Mandy tatsächlich erwischt hat. Herr Schmidt, was sind Sie? Ich bin Student. Ich studiere Betriebswirtschaft.
Sie waren aber auch für Mandy Schulz tätig. Ja, so kann man sagen. Aber doch bestimmt nicht als Betriebswirt. In gewisser Weise schon. Ich war für die Mädchen zuständig. Wollen Sie sich nicht setzen? Ja. Danke, ja. Wissen Sie, dass Mandy Schulz schüchtern war? Er war nicht in der Lage, von sich aus ein Mädchen anzusprechen. Und das haben Sie dann besorgt? Ja, ich sag dir mal so, wenn es dir darum geht, da kann ich dir helfen. Wissen Sie, ich will ja nicht sagen, dass es was Besonderes ist, aber ich hatte es immer leicht mit Frauen. Ich weiß nicht wieso, das ist ja, was man nicht erklären kann. Die Art, die ich habe, vielleicht das. Jedenfalls, wenn Mandy einen Mann brauchte, der mir diesen Punkt half, dann war ich der Richtige. Ich riss ihm alle auf, die er haben wollte. Haben Sie auch Elisabeth Krugmann aufgerissen? Elisabeth, ja, die habe ich ihm auch besorgt. War eine alte Freundin von mir. Mandy sah sie und wollte sie haben. Willi sagte, die oder ich schmeiß dich raus. Ich sagte, für die brauche ich keine 5 Minuten, die kenne ich, aber lass die Finger davon. Die Elisabeth ist ein fabelhaftes Mädchen, aber sie ist hysterisch. Ach. Wissen Sie, da habe ich eine eiserne Regel. Von Mädchen, die hysterisch sind, Finger weg. Wollen Sie auch was trinken? Nein, nein, danke. Danke. Man kriegt nichts als Ärger. So viel Ärger, wie man sich mit aller Fantasie nicht ausdenken kann. Wieso war die hysterisch? Ja, wie soll ich das erklären? Machte immer einen Zahn zu viel. Also für mich ist das Hysterie, wenn einer immer einen Zahn zu viel drauf hat. Mandy sagt, ihr redet nicht, ich will sie haben. Heute Abend noch. Ich ging zu ihr und sagte, Elisabeth, du kannst dein Glück machen. Bei ihr musste man Sprüche machen, wissen Sie. Aber sie war gar nicht so begeistert. Ja, ich habe schon gehört. Du bist jetzt bei Mandy Schulz so eine Art Lord Bettenbewahrer oder sowas. Kann er sich seine Mädchen nicht alleine besorgen? Ist er zu vornehm dazu? Du, das kannst du von Mandy nicht sagen. Mandy ist ein feiner Kerl. Er kotzt mich an. Hau ab! Mensch, Elisabeth, Mandy ist verrückt nach dir. Siehst du den da? Den sehe ich schon die ganze Zeit. Ich glaube, der ist besonders böse. Die anderen machen alle einen Bogen um ihn. Jetzt kommt doch erst mal an den Tisch. Womit füttern die ja eigentlich? Mit lebenden Fischen, was? Müssen sie ja. Davon leben die ja. Ich bin auch so ein lebender Fisch, den du verfüttern willst. Was rätst du denn da für ein Zeug? Warum gefällt dir das denn nicht? Ist doch ein gutes Beispiel. Du fütterst deinen Geldgeber mit Milch. Was kriegst du eigentlich dafür, hm? Was denn? Was heißt, was kriege ich eigentlich dafür? Ich tue es, wenn Mandy ein feiner Kerl ist. Wirklich, er ist ein feiner Kerl. Und ganz wild auf dich. Schau doch mal runter. Da sitzt er. Ist der dämlich. Wo ist der dämlich? Wirklich, du, der hat Geld wie Heu. Und gibt es auch aus wie Heu. Das ist eine Riesenchance für dich. Der? Für mich eine Chance. Oder bist du im Moment mit jemand anderem zusammen? Aber im Augenblick war sie mit niemandem zusammen. Also nicht, dass ich wüsste. Ich meine, sie hat eine Menge Leute gehabt, aber als sie Mandy kennenlernte, war sie gerade vakant. Ja, so kann man sagen. Und wie haben sich die beiden dann kennengelernt? Eine Woche später. Mandy war richtig vom Fleisch gefallen. Er sagte immer nur, besorg mir das Mädchen, du kriegst, was du willst. Irgendwie war es gar nicht gewöhnt, dass einer nicht spurte. Und es imponierte ihm maßlos. Ich sagte ihm, Mandy, dein Seidenanzug gefällt ihr nicht. Er sagte sofort, ich zieh ihn aus, was soll ich anziehen? Und das hat mich auf eine Idee gebracht. Thank you.
Elisabeth hatte so eine Floßfahrt mal mitgemacht und ich wusste, dass sie ihr ungeheuer gefallen hat. Das war der Dreh. Was sagst du nun? Mann, ist doch ein prima Kerl. Sag mal, ist der wirklich so? Wieso ist der wirklich so? Der ist ja noch dämlicher, als ich dachte. Warum fängst du jetzt so an? Du verstehst mich nicht. Du kannst doch nicht sagen, dass er dämlich ist. Ach was, ich meine... Was? Siehst du das denn nicht? Der ist ganz unsicher. Hast du mich zu meiner Wohnung geliebt? Warum bist du denn jetzt nach Hause? Manni macht doch eine Riesenparty für dich. Ich will nur einen Koffer packen. Wieso denn? Warum denn? Ich zieh zu ihm. Sagen Sie, Herr Schmidt, wen könnte das gestört haben, dass sie mit Manni Schulz zusammenlebte? Keine Ahnung. Wo wohnt sie? Die Adresse kann ich Ihnen geben. Der Name steht noch dran. Aber wer soll denn da aufmachen, Chef? Wird keiner sein. Guten Tag, wir sind von der Kriminalpolizei. Was wollen Sie denn von mir? Darf ich fragen, wer Sie sind? Ich heiße Krugmann, Albert Krugmann. Ich bin der Bruder von Elisabeth. Dürfen wir mal reinkommen? Ja, bitte. Ja. Danke. Ich bin jetzt nur hier, weil ich wollte Ihre Sachen abholen. Herr Krugmann, wo leben Sie? In Wald Fischbach. Ihr Beruf? Wir haben einen Papierwarenladen. Ich habe ihn nach dem Tod meiner Eltern übernommen. Bitte. Sie wissen, wie Ihre Schwester gestorben ist? Ja. Auf dem Boden einer Garage. Der Garage von Manni Schulz. Haben Sie Manni Schulz kennengelernt? Nein. Ich dachte, ich würde ihn auf der Beerdigung sehen. Ach, der ist nicht auf dem Friedhof gewesen? Nein. Ich fragte Willi Schmidt. Sie kennen Willi Schmidt? Ja, den kenne ich. Der hat mich doch in Wald Fischbach angerufen. Mir gesagt, die Elisabeth ist tot. Ja, den kenne ich. Zudem habe ich gesagt, der Mann, mit dem sie gelebt hat, kommt nicht mal zur Beerdigung. Warum nicht? Warum kommt er denn nicht? Und was hat Willi Schmidt geantwortet? Manni Schulz geht nicht auf Friedhöfe. Haben Sie Manni Schulz angerufen und ihn bedroht? Was? Ihm bedroht, gesagt, dass Sie ihn umlegen würden. Aber wie kommen Sie denn darauf? Ich habe in der Zeitung gelesen, dass jemand angerufen hat, dass der Mörder angerufen hat. Aber das war ich doch nicht. Sagt das jemand? Sie haben vorhin erklärt, Sie wollen die Sachen Ihrer Schwester abholen. Ja.
Die Beerdigung war vor 14 Tagen. Warum sind Sie da jetzt noch hier? Weil, Sie haben das Papierwarengeschäft geschlossen. Ja. Ich musste mich um den Friedhof kümmern. Um das Grab. Da sind Kosten angefallen. Die ganzen Rechnungen musste ich ja bezahlen. Das will ich jetzt tun. Sie wissen natürlich, dass Mandy Schulz tot ist. Ja, das weiß ich. Sind Sie befriedigt? Ja, das bin ich. Entschuldigen Sie, aber ich kann für den Mann nichts empfinden, der meine Schwester in den Tod getrieben hat. Wieso hat er sie in den Tod getrieben? Sie sind gut, da fragen Sie. Er hat sie doch rausgeschmissen. Seine Haushälterin hat ihr gesagt, wie? Was wollen Sie, reinkommen? Tut mir leid, Herr Schulz erwartet Sie nicht. Durch seine Haushälterin hat er Sie rausschmeißen lassen. Der Mann ist verantwortlich für Ihren Tod. Er trägt die volle Verantwortung. Und wenn man ihn jetzt erschossen hat, dann sage ich, in Ordnung, ganz in Ordnung. Dem Mörder würde ich Blumen schicken. Wenn ich ihn kennen würde. Bitte kommen Sie doch herein. Entschuldigen Sie bitte, wenn wir noch mal stören, aber... Da ist noch mal die Kriminalpolizei. Das ist Herr Schulz, der Onkel von Mandy Schulz. Guten Tag, Herr Schulz. Guten Tag, Kriminalpolizei. Haben Sie etwas Neues? Haben Sie den Täter? Nein, leider noch nicht. Er wird in den Kreisen zu finden sein, in denen sich mein Neffe bewegte. In denen er zu Hause war, erstaunlicherweise zu Hause war. Was für ein Leben. Und was für ein Ende. Nicht ganz stilecht. Man hätte ihn im Bett erschießen müssen. Entschuldigen Sie, ich bitte Sie zu berücksichtigen, dass uns der Familie der Lebensstil meines Neffen völlig fremd war. Wir hatten nicht das geringste Verständnis dafür. Wir hatten aber auch keinerlei Einfluss auf das Leben meines Neffen. Und wir haben so ein Ende, dieses Ende, eigentlich vorausgesehen. Nun, dieses Kapitel ist abgeschlossen. Uns bleibt nur noch übrig, seinen Nachlass zu ordnen und ihn zu begraben. Wir werden den Sarg mit Seide ausschlagen lassen. Er liebte ja Seide. Entschuldigen Sie, haben Sie noch Fragen an mich? Nein, Herr Schulz. Dann möchte ich in mein Hotel zurückkehren. Sie werden verstehen, dass ich mich hier nicht länger als nötig aufhalte. Guten Tag. Guten Tag. Guten Tag, Herr Schulz. Kann mir nicht helfen, aber der Glanz ist weg. Früher war das sicher mal sehr witzig hier, aber jetzt? Bitte entschuldigen Sie diesen Herrn Schulz. Ich musste mich sehr zusammennehmen, um ihm nicht ins Wort zu fallen. Der Mann hat seinen Neffen nie richtig gekannt. Will den Sarg mit Seide ausschlagen lassen. Er liebte ja Seide. Welche Verachtung spricht daraus? Und nicht die geringste Liebe. Was wollen Sie noch von mir? Wir wollten wissen, Frau Eber, wie der Rausschmiss von Elisabeth Krugmann vor sich ging. Haben Sie verstanden, Frau Eber? Ja, ja, ich habe Sie verstanden. Ach, wissen Sie, mir war dieses Mädchen so recht wie alle anderen auch. Warum fragen Sie danach? Hat Ihnen irgendjemand etwas gesagt? Bitte beantworten Sie nur die Frage. Herr Schulz überließ es gewöhnlich mir, die Mädchen abzuweisen, wenn sie nicht mehr kommen sollten. Er selbst war dazu nicht fähig. Er war zu weich. Und im Fall Elisabeth Krugmann fühlte er sich schon gar nicht stark genug. Frau Eber. Schicken Sie sie weg. Ich bitte Sie, schicken Sie sie weg. Ich kann sie nicht sehen. Also, sie hat doch ihre Sachen hier. Die habe ich gebaut, Frau Eber. Hier. Sie kocht. Ich bitte Sie, schicken Sie sie weg. Ja. Gehen Sie. Gehen Sie. Ja, gut. Gehen Sie in Ihr Schlafzimmer. Ja. Danke. Sie können hier nicht mehr schlafen. Nehmen Sie Ihren Koffer und gehen Sie. Wieso denn? Wo ist denn Mandy? Ich muss mit ihm sprechen. Er ist nicht da. Begreifen Sie das doch. Warum sagt er mir das nicht selbst? Er ist doch da. Sein Wagen ist doch unten. Er muss doch da sein. Er ist nicht da. Er will nicht mit mir sprechen.
Er ist nicht da. Er hat mir aufgetragen, Ihnen Ihren Koffer zu geben. Das habe ich getan. Haben Sie ihn gepackt? Nein, ich habe ihn so bekommen. Er hat meinen Koffer gepackt? Ja, das hat er. Gehen Sie jetzt. Gehen Sie. Gehen Sie. Mandy! Mandy! Ich weiß doch, dass du da bist. Bitte, warum kommst du nicht an die Tür? Er ist nicht da. Mandy! Ich sage Ihnen, komm Sie doch! Jetzt gehen. Bitte! Ich will Sie nicht mehr sehen. Mandy! Komm, nehmen Sie jetzt Ihren Koffer und gehen Sie, Kind. Seien Sie vernünftig. Ist sie weg? Ist sie raus? Sie hat doch so gerufen. Warum ruft sie denn so? Das ist alles, was ich Ihnen sagen kann. Sagen Sie, wie war eigentlich das Verhältnis zwischen den beiden? Wissen Sie, Mandy war nicht der Mann, für den er sich ausgab. In gewisser Hinsicht war er wie ein Kind. Und sie, die Elisabeth, meine ich, war es auch. Irgendwie war sie es auch. Die beiden waren wie zwei Kinder und miteinander völlig verloren. Sie waren wie zwei Kinder, die miteinander nicht stärker wurden, sondern schwächer. Und er hatte, Mandy hatte große Angst, zuzugeben, wer er in Wirklichkeit war. Wie war er denn in Wirklichkeit? Ich habe es Ihnen doch gesagt, er war ein hilfloses Kind. Er lebte nicht, er spielte Leben. Und sie wusste das. Das ertrug er nicht und wenn er sie rauswarf und dabei weinte, dann war es deswegen. Wir danken Ihnen, Frau Eber. Well, it may not be such a new thing. Not a soul I know is a few men. I don't care for the movement. Chef, dieser hier. Ja, entschuldige. Da drüben ist jetzt Krugmann. Der starrt die ganze Zeit in sein Glas. Er ist völlig fertig. Irgendwas ist mit ihm. Ich glaube, den sollten wir uns mal vornehmen. Er sitzt da wie seine eigene Todsünde. Warum fahren Sie nicht nach Hause zurück? Sie können nicht, wie? Nein. Haben Sie Ihre Schwester sehr geliebt? Ja. Ich wollte nicht, dass sie nach München geht. Ich konnte sie nicht ausreden. Ich sagte, du bist gar nicht der Typ für München. Du bist zu weich, zu sensibel. München ist ein hartes Pflaster, ich weiß das. Ich habe das gehört. Da muss ein Mädchen ganz schön tough sein, wenn es da halt durchkommen will. Sie ist auch nicht durchgekommen. Das hätte mal alles für Liebe gehalten. Das war immer nur Sex. Immer nur das. Immer nur diese eine Sache, die keinen glücklich macht. Ist das die Clique von Mandy Schulz, ja? Ja, ein bevorzugtes Lokal. Er war jeden zweiten Abend hier. Die Ecke da hinten. Spezialtisch, Spezialservice. Wir sind ja alle auf dem Bauch gelegen vor ihm. Mandy Schulz ist da. Mandy Schulz kommt, Mandy Schulz geht jetzt. Goodbye, Mandy Schulz. Sie kennen also die Lokale von Mandy Schulz? Jedes. Was bedeutet, dass Sie ihm 14 Tage gefolgt sind?
Ja, ich wollte mal sehen, was so ein Mann macht. Nicht viel kann ich ihm versprechen. Nicht viel. Fast gar nichts. Außer saufen und angeben. Und die Mädchen natürlich, vor denen er sich produziert hat. Eine armselige Sache. Ah, Kommissar. Was machen Sie denn hier? Mit Albert Krugmann? Ich denke, du bist längst zu Hause. Nein, ich bin noch hier. Bist du die ganze Zeit hier gewesen? Ja. Was gibt's denn hier, eine Einladung? Nein, die Herren sind zu mir an den Tisch gekommen. Sie haben noch gar nicht gesagt, was sie von dir wollen. Nein, noch nicht. Dann möchte ich mal lieber nicht stören. Ich bitte um Entschuldigung. Ja, bitte. Ich bin der Kollege. Herr Krugmann. Herr Krugmann, wollen Sie nicht ein Geständnis ablegen? Ja. Ich war es, der Mann, der Schulz angerufen hat. Ich habe ihn bedroht. Gesagt, dass ich ihn umbringen würde. Ich war so verzweifelt, so wütend. Ich habe gesehen, wie dieser Mann lebte. Nach dem Tode von Elisabeth weiterlebte, als ob nichts geschehen sei. Ich konnte nicht anders. Ich rief ihn an, jeden Tag. Wartete, bis ich ihn an den Apparat bekam. Ich habe ihm gesagt, dass ich ihn umbringen würde. Ich wollte ihn fertig machen. Er sollte büßen, dafür, dass er Elisabeth in den Tod getrieben hat. Er sollte zittern, Tag und Nacht zittern. Ich habe sie mir besorgt, um Mandy Schulz umzubringen. Sie werden sehen, dass nicht ein Schuss fehlt. Und dass dies nicht die Pistole ist, mit der Mandy Schulz erschossen wurde. Er hat recht. Aus dieser Waffe ist nicht geschossen worden. Seit Jahren nicht. Vielleicht ist der Junge so raffiniert, dass er uns eine falsche Waffe unterschiebt. Glaube ich nicht. Das wäre genial. Gibt alles zu, was man ihm vielleicht nachweisen kann. Und kommt dann mit einer Waffe an, die seine Unschuld beweist. Ich habe die Wahrheit gesagt. Von wo haben Sie angerufen am Abend, als Manni Schulz erschossen wurde? Sie haben doch gewusst, wo er war. Ich war doch im gleichen Lokal. Ich habe doch gesehen, wie er reinkam. Als ob nichts gewesen wäre. Als ob er Elisabeth längst vergessen hätte. Ich habe auch gesehen, wie er sich für dieses Mädchen interessierte. Das dann auch gleich an seinen Tisch kam. Ich habe von einer Telefonzelle aus angerufen. Ganz in der Nähe. Und sind von dort zum Haus von Manni Schulz gegangen und haben da gewartet. Ja. Aber ich habe es nicht ertragen können. Die Garage. Ich bin weggegangen, bevor Manni Schulz kam. Kommen Sie einen Moment raus, Chef. Ja, was ist denn? Herr Kommissar, ich bitte um Entschuldigung, wenn ich störe. Mein Name ist Schulz. Das ist der Onkel von Manni Schulz. Ah, angenehm, ja. Es ist da eine Sache, die vielleicht sehr wichtig ist, die ich mir aber nicht erklären kann. Um was geht es, Herr Schulz? Ich ordne gerade alles, was mein Neffe hinterlassen hat. Ja. Und da ist mir etwas aufgefallen. Bitte. Danke. An dem Tag, an dem mein Neffe ermordet wurde, hat er von seiner Bank 50.000 Mark abgehoben. Bar. Und ich kann dieses Geld nirgends finden. Es könnte natürlich sein, dass mein Neffe einen solchen Betrag an einem Abend ausgibt, oder? Wo pflegte man die Schulz sein Geld für gewöhnlich aufzubewahren? Ach, wissen Sie, hier lag überall Geld herum. Auf der Bar, hier auf dem Tisch, oben im Schlafzimmer. Ich habe sogar schon Geld auf dem Boden unter der Couch gefunden. Keine Ordnung, kein System, wie ich es mir gedacht habe. Aber Frau Eber, ein so hoher Betrag, 50.000 Mark. Größere Beträge hatte er immer hier. Im Safe. Der offensichtlich nie abgeschlossen ist. Sagen Sie, werde ich hier verdächtigt, Geld weggenommen zu haben?
Nein, 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 Frau Eberl, beruhigen Sie sich doch. Aber die Sache ist doch mysteriös. Was gibt's, Herr Kommissar? Guten Abend. Guten Abend. Haben Sie schon den Mörder? So gut wie. Wer ist es denn? Doch nicht Albert Krugmann. Wie kommen Sie auf den? Weil Sie gestern Abend mit dem zusammen waren. Wen haben Sie denn im Auge, Herr Kommissar? Haben Sie Zeit, meine Herren? Das war mal diese Wohnung. Was sollen wir denn hier? Ja, gehen wir rein. Guten Abend, Frau Eber. Guten Abend, Herr Kommissar. Bitte kommen Sie mal rein. Sie kennen sich ja hier aus, meine Herren. Guten Abend. Ich hoffe, ich kann mit Ihrer Hilfe rechnen. Ja, selbstverständlich, Herr Kommissar. Können Sie uns sagen, wie diese Hilfe aussehen soll? War klar doch, Herr Kommissar. Wir stehen völlig zu Ihrer Verfügung. Ja, das habe ich erwartet. Besten Dank. Es geht um die Minuten vor dem Mord an Mandy Schulz. Wir wollten uns gerne ein genaues Bild davon machen und Sie sollen uns helfen, den Ablauf der Ereignisse zu rekonstruieren. Na klar doch, Herr Kommissar, machen wir doch, so gut wir können. Sie kamen also mit Mandy Schulz nach Hause und wie viele Personen waren Sie da? Ja, wir waren Mandy, das Mädchen, das wir für ihn aufgerissen haben, wir beide, naja, er und ich. Und vergessen Sie Frau Eber nicht, denn die war ja noch wach. Ja, die war noch wach. Die kam an die Tür, die musste uns ja aufmachen. Warum gehen Sie denn nicht schlafen? Oh, da sind wir reingegangen. Das heißt, Mandy fragte Frau Eber erst, ob Anrufe gewesen seien. Weil er doch Manschetten hatte, er hatte doch eine scheiß Angst. Hatte er die wirklich? Na, hören Sie mal, Herr Kommissar, Mandy sollte in dieser Nacht erschossen werden. Daran glaubte Mandy, da war er fest davon überzeugt. Das hatte der Mörder ihm angekündigt. Den haben wir doch kaum aus dem Wagen gekriegt. Er sagte immer, geht vor, geh einer vor. Er ist doch ins Haus gerannt. Gut, weiter. Sie sind also hier hineingegangen? Ja. Und er hatte solche Angst, dass er zu Erich sagte, du bleibst heute hier, du schläfst auf dem Sofa. Und das Mädchen? Die fand das hier alles ganz irre. Bei dir war alles klar. Mandy zeigte ihr das Schlafzimmer. Und Sie beide blieben hier allein in diesem Raum? Kann sein. Wieso? Besaß Mandy Schulz eigentlich eine Waffe? Eine Waffe? Ja, vorsichtig. Wieso vorsichtig? Ja, Sie haben ihm ja selbst eine besorgt und einen Waffenerwerbschein beantragt. Grundtelefonische Drohanrufe. Ja, richtig. Mandy wollte unbedingt eine Waffe haben. Ich sagte ihm noch, was willst du denn damit? Ich hielt das für glatten Unsinn. Wo ist denn diese Pistole geblieben? Keine Ahnung. Wissen Sie es? Nee, ich wusste gar nicht, dass Mandy eine Waffe hatte. Nein? Auf Ehre, Herr Kommissar. Ja, muss ich Ihnen aber auch sagen, vorsichtig. Denn der Verkäufer im Waffengeschäft sagte mir, es seien zwei Herren in seinem Laden gewesen. Ich gehe jedenfalls von der Tatsache aus, dass sie beide wussten, dass Mandy Schulz eine Waffe hatte und wo er sie aufbewahrte. Zusammen mit 50.000 Mark. Und dann sind sie gegangen. Ja? Wie viel Zeit verging zwischen dem Weggehen ihres Freundes und den beiden Schüssen? Frau Eber sagt, weniger als eine Minute. Sie müssen die Schüsse doch gehört haben. Ich kann mich aber nicht erinnern, dass Sie irgendwann ausgesagt haben, dass Sie die Schüsse gehört haben. Warum nicht? Weil Sie selbst die Schüsse abgegeben haben. Sie haben das Geld aus diesem Safe genommen und die Pistole dazu. Der Safe war ja immer offen. Sie haben sich einfach die Tatsache zunutze gemacht, dass ein anderer Mann die Schulz mit dem Tode bedrohte. Und um sich in den Besitz des Geldes zu bringen, haben Sie kaltblütig einen Menschen ermordet. Sie beide waren es. Sie und... Warum denn so eilig?